Herzlich willkommen zum Montagevideo der SunProtect Linsen für die Gear VR Brille. So, der erste Schritt, wir entfernen das Cover. So, als nächstes müssen wir die alten Linsen entfernen. Das geht, wenn man mit dem mitgelieferten Schraubendreher hier in diese Nasen reingeht. Und dann hin und her bewegt. Hier ist auch wieder eine. Ich hoffe, die Kamera kann es einfangen. Und da ist auch noch eine. Erstens, es ist nicht so einfach. Man muss den richtigen Punkt finden. Und schon ist sie raus. So, die erste Linse entfernt. So, jetzt nehmen wir die zweite raus, machen hier das gleiche. Und schön vorsichtig sein, dass man nicht die Linsen zerkratzt mit dem Schraubendreher. So, jetzt hängt es hier noch ein bisschen. So. Und da haben wir die auch schon. So, als nächstes gehen wir hin und setzen die neuen Linsen ein. Dabei ist es wichtig, dass wir die flache Seite zu den Augen hin haben, also hier hin, und die gewölbte Seite zum Handy-Display zeigt. Jetzt legen wir die einfach mal ein. Hier die Einkerbung setzen wir hier ein, legen die hier auf, so, und dann hier die flache Seite festen wir hier und dann klicken wir das Ganze einfach ein, so, andere Seite auch, gewölbte Seite wieder zum Handy-Display. Wie die gerade. So, wieder anlegen. Andrücken. Und fertig. Schon sind die SunProtect-Linsen verbaut. So, jetzt haben wir hier noch ein ganz tolles Modicap-Tuch, um die Linsen auch zu reinigen. Das liegt auch jedem Set dabei. So, dann können wir mit dem Tuch ganz einfach die Linsen reinigen. So. Jetzt brauchen wir einfach nur noch Handy einlegen und brauchen keine Angst mehr zu haben, dass das Handy-Display Schaden durch UV-Licht bekommt. Und wir machen den Deckel drauf und sind schon fertig. Viel Spaß mit den SunProtect-Linsen für die Gear VR.